So, da sind wir nochmal. Versuchen wir das Ganze erneut. Ich weiß auch nicht, ob wir mit dieser Pyromantenflamme da vielleicht nicht weiterkommen. Ich weiß nicht hier. Ich weiß nicht. Ihr geht mir alle auf den Sack. Ihr müsst auf jeden Fall sterben. Boah, bist du stark. Zermatsch ihn doch. Jo. Alles klar. So. Oh nein. So. Du Stück Dreck. Ekelhaft. Weiter drauf auf die Eier. Komm, mach irgendwas. Okay, da hat er anscheinend keins mehr. Aua, du Wichser. Okay. Wir haben dem ja aber gut was abgezogen, ne? Da kugelt der da rum. Mann. Aha, da auch noch. Komm schon, komm schon, komm schon. Geh drauf. Yes, der muss kaputt sein. Sauber, Mann. Endlich, ey. Meine Güte. Bisschen aggressiver rangehen, dann funktioniert das auch. Boah, Seele des verfluchten Großholzes. Und einen Wandlungsofen haben wir bekommen. Wir mussten doch diesem einen da den Ofen bringen. Gottes Willen, ey. Was ein Akt. So, da oben ist nichts mehr.
Was machen wir jetzt hier unten? Wir machen auf jeden Fall mal weiter hier unten. Hat aber lange genug gedauert, bis wir den endlich mal down hatten. Ich hätte viel aggressiver rangehen müssen die ganze Zeit. Schade. So, hier gibt es auf jeden Fall Shinies und so ein Leuchtfeuer. Ein Heimkehrknochen. Kriegsgott Holzschild. Welcher Kriegsgott hat denn bitte ein Holzschild? Was ist das denn für ein Kriegsgott? Geht's hier irgendwo weiter? Nee, ne? Mit dem Leuchtfeuer können wir hier raus. Das heißt, wir hätten den gar nicht unbedingt machen müssen, oder was? Aber dann hätten wir halt den Ofen nicht bekommen, ne? Das wäre auch doof. Aber eine, also eine Art Durchgang gibt's hier nicht. Nö. Schade. Aber egal, hauen wir mal hier ab. 7000 und schlag mich tot Seelen, aber ich will... Ne, wir fahren jetzt. Wir gehen jetzt auf jeden Fall zurück zum Feuerbandschrein. Bisschen Seelen ausgeben und diesen Ofen, diesen Wandlungsofen abgeben. Ich weiß gar nicht mehr, wer diesen Wandlungsofen bekommt. Wer war denn das nochmal? Scheiße, ne? Weiß ich jetzt nicht. Das ist ja doof. Wer hat den denn gekriegt? Der Dieb war es, glaube ich, nicht. Hier, wir haben ja irgendwo, haben wir ja hier einen Dieb. Ich bin mir nicht sicher. Wir haben ja auch einen von den Pilgern hier irgendwo. Hier nämlich. Brauchtest du den Ofen? Oh, our champion of ash. Be safe. Nein. Der war es nicht. War das vielleicht doch der Dieb? Heavens. She was already dead. Ja. Oh, Zusammenrollen, haben wir noch eine Geste bekommen. Aber mit dem können wir gar nicht mehr reden, okay. Oder zumindest jetzt. Jetzt können wir das nicht. Hier hinten haben wir den einen noch. Ah, der war das nicht mit dem Wandlungsofen, das ist ja Quatsch. Ah, willkommen. Nee, der war das nicht. Der war das nicht. Mann, wem sollte ich denn diesen blöden Ofen geben? Der da sitzt, war das doch nicht, ne? Der da saß. Hier stand doch auch immer nur einer rum. Der ist auch weg. Weiß ich auch nicht mehr, wo der ist. Da sitzt einer hier. Ah, ne, hier, da sitzt der. Ah, der war das nicht, kann, oder? Fret not, fret not. My feet are here firmly planted. For I am a lord. And this is my throne. Doch hier, Wandlungsofen hergeben. Einen Moment, wir gucken erstmal. Erstmal, was der macht. Nicht, dass wir dem das geben und können da selber irgendwas Cooles mitmachen. Ist auf jeden Fall ein Schlüsselgegenstand. Macht Seelenwandlung möglich, okay. Ein alter Wandlungsofen aus Kurland, hergestellt aus Häuten der Kristallechsen. Dem Aschefürsten Ludlath geben, um eine Seelenwandlung durchzuführen. Dieser Ofen kann verdrehte Seelen wandeln, um mit Hilfe ihrer konzentrierten Essenz Spezialgegenstände herzustellen. Von jenen, die es nicht zu verwenden wissen, als verboten verdammt. Ja, und dann geben wir ihm den jetzt. Oh, belike it is a transposing kiln in thy possession. Seen better days, but methinks it shall suffice. Now, bring to me a twisted soul. Transposition is the art of extracting and coalescing the essence of a soul. In transposing a twisted soul, its true power transferreth to thee.
Thy purpose is to seek lords and slay them. What's to fear in a little transposition now? Was können wir denn wandeln? Benötigte Objekte. Ach, für diese Sachen, da können wir hier... Ah, okay, hab verstanden. Mit den Bossseelen können wir jetzt Gegenstände herstellen. Benötigte Objekte. Ringe, Waffen, Zauber. Regeneriert TP mit Folgeangriffen. Okay. Klingt erstmal geil, der Ring. So, ne? Dann haben wir... Hüllenschlechter Großschwert kann ich sowieso nicht benutzen. Dann Worts Großhammer, mit dem er uns bekämpft hat, ist auch eine starke Waffe. Kann ich aber noch lange nicht tragen. Und auch für Astors Speer genügt es nicht. Okay, also Wort ist so... Ja... Der Ring würde mich schon reizen, muss ich ganz ehrlich sagen. Der regeneriert Trefferpunkte mit Folgeangriffen. Also, wenn wir geschwächt sind und schlagen zu, dann bekommen wir ein bisschen Leben wieder. Ich weiß da nicht, wie gut ist der denn? Ein verzauberter Ring des Hohen Priesters Silvan. Sein Ritterfeld. Ach so, okay. Regeneriert TP bei aufeinanderfolgenden Angriffen, also bei Kombos. Ritter, die in die schwarze Kugel blicken, werden in tödliche Kämpfe gelockt und verwandeln sich in rasende Bestien. Es ist also kein Wunder, dass der hohe Priester diese Ringe nur jene gibt, die ihm fremde Länder ziehen. Okay. Ich weiß nicht, ob ich die schon weggeben soll, die Seele. Vielleicht kommt da noch was. Vielleicht kommt aber auch nichts mehr. Dann wäre das verschwendete Zeit. Ach komm, wisst ihr, ich mach das jetzt doch. Egal. Was soll's? Wo hockt er? Hockt er hier? Ja. Wir holen uns jetzt den Ring. Die Waffe können wir sowieso nicht führen. Komm. Diese Waffe ist für uns unmöglich. Ja, wir können also die Waffe oder den Ring machen. Wir machen den Ring. So. Now. Do not be away. Alles klar. Ich hoffe, wir haben den jetzt auch, sonst flippe ich nämlich aus. Da ist er. Da ist der hohe Priesters linke Auge. Oh, lecker. Erhöhten Schadensminderung bei geringem TP. Den brauchen wir jetzt nicht unbedingt. Erhöht Feuerangriffe, das machen wir, wenn es soweit ist, wenn wir den brauchen. Aber der eine Ring ist jetzt ziemlich geil. Welcome home, Ashen One. Na, wie geht's? Speak thine hearts. Ich möchte natürlich aufsteigen. Then touch the dark. Ich hoffe, ich schaffe 2 Level. Oh, so gerade. So gerade 2 Level. Kacke. Naja, wofür ist jetzt, ne? Dass meine Zauber besser werden. Ich denke mal, wir nehmen einmal Stärke. Und einmal Intelligenz. So, und dann gucken wir, dass wir vielleicht nochmal Stärke ein bisschen höher machen. Aber alles paletti. So, sagst du uns noch was über einen anderen Fürst? You haven't given up yet. Then you're a brasher lad than I thought. You can make better use of this. Oh, nee. Wir bekommen einen schweren Edelstein. I don't need it. Not now I've flown the coop. The undead legion of Farron is a caravan of undead. Sworn by wolf's blood to contain the abyss, the legion... will bury a kingdom
at the first sign of exposure. Joyous bunch, really. Gaining admission to the Legion is a matter of some ceremony. Inside their keep, snuffing out the flames of three altars opens the door to the wolf blood. Even a cursed undead want to believe they're special, it seems. I pity the sorry souls. Das hört sich interessant an mit dem Wolfsblut. Gaining admission to the Legion. Finde ich auf jeden Fall, das hört sich sehr interessant an. Da müssen man drei Altare löschen, wenn es natürlich geht. Mit euch geht das ja gar nicht. Ja gut. Hätten wir das auch erledigt. Müssen wir jetzt noch irgendwo hin? Ich überlege gerade, ob es noch irgendwas gibt. Wir haben den Endbosser besiegt. Das ist okay. Wir haben diese ganzen Wege durch. Wir haben da diese Brücke. Okay. Nee, eigentlich wüsste ich jetzt nicht, wo wir noch hin müssen. Das heißt, wir können nur noch in eine Richtung, ja? Ist das auch so? Nee, ich will auf jeden Fall nochmal kurz dahin. Genau. Dieser Baum, wo der runtergesprungen ist, müsste doch jetzt ein Riesenloch sein. Vielleicht ist da irgendwas passiert. Da gucke ich auf jeden Fall. Und dann, was muss ich dann noch machen? Eigentlich nichts mehr. Dann können wir in diesen komischen Wald gehen, wo wir durch diese Kirche durchgelaufen sind. Weil sonst ist da eher nichts Großartiges mehr. So, einmal hier lang. Ja, wir lassen uns doch nicht von dem Krug aufhalten. Ja, die latschen da entlang. Ach, weißt du was? Ich hab Bock, den zu töten. Einfach nur so. So, ist hier irgendwas? Nope. Aha. Oh, da sind ja noch Seelen von uns. Da kann ja nicht viel sein. Oh, 1000 Stück, naja. Okay, hier kommen wir auf jeden Fall nicht mehr durch. Wie wir sehen, da unten ist das Feuer, wir können da nicht runterspringen. Das funktioniert tatsächlich nur im Bosskampf, glaube ich. Ja. Gut. Ja, okay, dann gibt's hier nichts. Wir könnten jetzt daher laufen. Aber da muss ich mich auch nicht zu fassen. Schreit der einfach nicht. Ach, da muss ich ja dann auch wieder daher. Ne, muss ich ja eigentlich gar nicht. Wenn ich jetzt nicht hier runterfalle und sterbe. Bist du blöde oder so? Ja. Das sollte nicht passieren. Ich weiß nicht, warum wir da manchmal ganz locker her können und manchmal gehen wir einfach jämmerlich drauf. Ist natürlich schön, unsere Glut jetzt wieder weg. Total sinnfrei die Glut geopfert. Aber okay. Nö. Gehe ich jetzt bestimmt nicht nochmal lang. Wir reisen da direkt zum Pfad der Opferung. Und dann gucken wir da mal ein bisschen, wie es weitergeht. Handschuhe des Meisters, auch nett. Ich hätte generell mal ein bisschen bessere Ausrüstung, so ein besseres Pyromantengewand. Da gibt's aber bestimmt noch eine höhere Stufe von. Oder irgendwas, was wir gebrauchen können. Obwohl ich diese Pyromantie gar nicht so oft benutze, fällt mir auch auf, ne? Also wir sind hier mehr mit der Axt unterwegs als alles andere. Auch gegen den Endboss haben wir eher die Axt benutzt. So, hier haben wir ja schon mal einen. So, da wusste ich ja, wenn er sich verwandelt, braucht er ein bisschen. Okay.
Okay, da unten in der Ecke steht schon mal einer, den werde ich mir noch packen. Aber man muss ja hier überall in die Ecken reingucken, wenn man nicht weiß, ob da irgendwas ist. Okay, da ist jetzt nichts. So, den haben wir getötet, gehen wir hier entlang. Da sind zwei, sind uns scheißegal. Halt dein blödes... alles klar, alles klar. Du blöde Sau, was ist der denn am Ausrasten? Ich fass es nicht. Beichtstein. Mhm. Achso, ich wollte ja sowieso noch hier was gucken. Wir haben ja auch diesen komischen, schweren Edelstein. Durch Wirke, um schwere Waffe herzustellen. So zum Durchwirken. Nice. Und hier... Ach, da kann man die Durchwirkung mit aufheben. Alles klar. Warum sollte ich das tun? Ich bin ja zufrieden so. Das sind ja alles so komische, so Gargoyle-ähnliche Viecher.